Nachvollziehbar. Seit 26 Jahren ist die Frau aus Nigeria mit einem Deutschen verheiratet. Das Paar hat also die Silberhochzeit hinter sich. Vor 3 Jahren sind sie dann nach Deutschland gekommen und dann machen die Behörden Probleme. Die sagen nämlich, wenn Susi Schneider keinen Deutschtest besteht, dann muss sie raus. Seit 26 Jahren sind sie verheiratet. Die meiste Zeit davon haben Susi Schneider und ihr Mann Rolf in Nigeria gelebt. 2009 zogen sie in seine Heimatstadt Schwörstadt. Doch jetzt droht Susi die Abschiebung. Denn Partner aus Nicht-EU-Ländern bekommen hier nur dann eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn sie einen Sprachtest bestehen. Der steht jetzt an. Die ganze Zeit bin ich in die Schule. Früher mal 5 Uhr muss ich aufstehen. Die Lehrer sind alle sind gut. Aber viel zu lernen. Und, viel zu lernen für mich ist schwer. Aber ist okay. Man muss jetzt auch mal eins klar sagen. Susi lobt die Schule, weil sie Angst hat. Sie hat gnadenlose Angst, dass sie dafür bestraft wird, dass dieses heute gedreht wird. Wenn sie das sagt, dass sie des Landes verwiesen wird. Ganz einfach, ja. Stimmt das so, Susi, was dein Ehemann jetzt sagt? Ist das, hast du Angst? Ja, der hat Angst. Wovor hat die denn Angst? Wegen dem, was rausgeschmissen werden. Und warum wird die rausgeschmissen? Ja, Anita, die Mama wird nicht rausgeschmissen. Der Papa ist da. Die Mama wird nicht rausgeschmissen. Da müssen schon mich auch rauswerfen. Susi lernt seit 3 Jahren Deutsch, findet die Kurse gut. Aber sie war in Nigeria nur in der Grundschule. Das Lernen fällt ihr schwer. Dazu kommt die Angst vor der Abschiebung, wenn sie den Test nicht besteht. Ich hoffe, ich schaffe es schon. Hast du Angst? Oh, viel Angst. Guck mal, meine Hand. Alles schüttet. Ich sehe nicht ein, dass der deutsche Staat mit seiner Behörde mir jetzt meine Ehe kaputt macht. Das kann es nicht sein. Das war im Herbst. Wir besuchen die Schneiders wieder. Mittlerweile haben sie die Prüfungsergebnisse erhalten. Wir wollen wissen, wie der Test ausgegangen ist, wie es für Susi weitergeht. Hallo! Hallo, ihr zwei! Na, und? Hat die Mama bestanden? Ja. Und? Geht's euch gut? Ja. Erleichterung nach vielen Jahren des Lernens. So. Zup, zack her. Aber das letzte Jahr hat Spuren hinterlassen. Und es bleiben auch noch Sorgen. Oh, für mich letztes Jahr war es anstrengend. Was anstrengend, aber Gott sei Dank, alles hat sehr gut geklappt jetzt. Dann kam sie natürlich von der Schule heim und klar, man hat nur noch Zähne gesehen, ne, die ein Lachen und gewunken, ich hab's. Ne. War dann schon schön, ja, aber zwischen Prüfung und dahin war die Hölle pur. Und hast du Angst? Ja. Hat Mama nicht. Ich habe Angst, ja? Immer noch. Aber nicht wie vorher, nicht wie vorher. Morgen fahren wir nach Bundesland. Also, dann wir warten, was kommt noch? Wir hoffen, kommt gut, ja? Die Entscheidung der Ausländerbehörde steht noch aus. Der enorme Druck, der die letzten Jahre auf der Familie lastete, ist noch heute spürbar, erzählt der Ingenieur. Die Kinder sind in dem ganzen Thema eigentlich die wirklich Leidtragenden, ja, weil denen fehlen einfach 1 oder vielleicht sogar 2 Jahre, wo sie normal unbekümmert, ohne weinende Mama, ohne Stress hätten sollen aufwachsen. Und im Kindergarten hat es dann teilweise schon eine massive Beschwerde gegeben, dass so weit, dass man sogar gesagt hat, die Kinder müssen in Behandlung, dass sie zu wild sind und zu unkonzentriert und. Und ich meine, klar, ich brauche denen nicht meine Probleme sagen, aber ich weiß schon, warum sie jetzt ruhiger sind, warum sie jetzt besser dran sind. Weil es stimmt auch daheim wieder, Kinder merken das ja. Komm. Langsam kehrt bei den Schneiders wieder etwas Normalität ein.
Alisa hat Geburtstag. Sie freut sich. Endlich ist sie 8 Jahre alt. Bist du jetzt glücklicher? Zufriedener? Ich bin jetzt Friede, ja? Besser wie letztes Jahr. Jetzt bin ich Friede. Weil jetzt habe ich Zeit für mich selbst. Ich habe Zeit für mich jetzt und die Kinder. Dann habe ich auch Zeit zu machen, was gefällt mir. Also ich bin da schon richtig stolz drauf, ne, was mein Mädchen da erreicht hat, muss man schon laut sagen. Morgen nehmen Sie das Ergebnis ja mit aufs Amt sozusagen. Was erwarten Sie da morgen? Ja, wenn ich morgen mit dem Ergebnis aufs Amt gehe, erhoffe ich mir eigentlich schon eine positive Antwort. Sprich, die Aussage, dass bei der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erteilt wird, sodass auch dieser Zwang von ihr abfällt, weil man fragt sie jedes Mal, sind Sie noch mit Ihrem Ehemann und ich muss unterschreiben, dass er noch bei mir ist. Und das bitte schon nach 27 Ehejahren. Im umgekehrten Fall, eine deutsche Frau würde das nicht so hinnehmen. So, jetzt muss man wieder ein bisschen hämmern. Am nächsten Morgen die Entscheidung beim Amt. Wird Susi bei ihrer Familie in Deutschland bleiben dürfen? Tag, Frau Schneider. Frau Schneider, ja. Herr Schneider, danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Bitte. Ein Punkt war ja die fehlenden Deutschkenntnisse, dass Sie ja jetzt mit diesem Zertifikat uns schon vor der Verlängerung nachweisen. Ansonsten steht im Oktober nach derzeitigem Stand dieser Verlängerung gar nichts im Wege. Heißt das, es wird eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung oder wird es eine endgültige Aufenthaltsgenehmigung werden? Nein, das ist also keine temporäre Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, der unbefristete Aufenthalt. Na, spitze. Jahrelang haben sie kämpfen müssen, weil die Gesetze in Deutschland so absurd sind. Jetzt scheint es, als ob die Schneiders endlich in Deutschland ankommen dürfen. Fälle wie die von den Schneiders gibt es übrigens einige in Deutschland. Die EU hat Deutschland jetzt abgemahnt und aufgefordert, die Gesetze zu ändern. Noch sträubt sich die Regierung, aber der Druck wächst. Und dann